Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute ist der zweite Advent. Heute haben wir den 6. Dezember und das heißt, wir haben auch Nikolaus. War heute morgen etwas bei euch in euren Stiefeln versteckt? Ich bin sehr gespannt darauf. Passend zum Nikolaus habe ich euch heute natürlich auch die Geschichte vom Nikolaus mitgebracht. Viel Spaß dabei. Nikolaus wurde vor langer Zeit in Patara geboren einer Stadt, die heute in der Türkei liegt. Seine Eltern waren fromme und wohltätige Kaufleute, die Nikolaus schon früh lehrten, Gutes zu tun und den Armen zu helfen. Später entschied sich Nikolaus deshalb auch, Priester zu werden. Als seine Eltern starben, erbte er ein großes Vermögen. Doch anstatt sein Geld für sich selbst zu nehmen, teilte er alles, was er besaß, mit den Armen. Eines Tages erfuhr Nikolaus von einem verarmten Mann, der drei Töchter hatte sie waren so arm daß der vater sie in seiner verzweiflung schließlich sogar wie bettlerinnen auf die straße schicken wollte damit sie geld verdienten um nicht vor hunger zu sterben nikolaus tat es leid was mit den mädchen geschehen sollte eines nachts schlich er sich zum haus der familie und warf heimlich drei säckchen mit gold durch das offene fenster als der vater das gold fand freute er sich sehr und lobte gott nun brauchte er seine töchter nicht mehr wegzuschicken Später zog Nikolaus in die Stadt Myra. Er war so beliebt, dass er sogar zum Bischof gemacht wurde. Eines Tages herrschte in Myra eine große Hungersnot, und als drei mit Weizen beladene Schiffe im Hafen einliefen, bat Nikolaus die Seeleute um Korn für die hungernden Menschen. Die Seeleute aber wollten nichts abgeben. Sie hatten Angst vor ihrem Kaiser, dem sie das Getreide bringen sollten. Doch Nikolaus beruhigte sie Ihr müsst keine Angst haben, es wird kein Getreidekorn fehlen. Vertraut auf Gott. Da willigten die Seeleute ein und Nikolaus verteilte das Korn an die Hungernden. Die Schiffe aber setzten ihre Fahrt bald fort. Und wirklich, als sie an ihr Ziel kamen, fehlte kein einziges Korn. Große Freude breitete sich unter den Menschen aus. Sie lobten Gott und Bischof Nikolaus und erzählten in vielen Ländern von dem Wunder, das in Myra geschehen war. Nikolaus starb am 6. Dezember mit 65 Jahren. Auch nach seinem Tod geschahen noch Wunder und bis heute haben die Menschen nicht aufgehört, seine guten Taten weiterzuerzählen.